Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Portal mit RTX. So, dann ein neues Spiel, Kapitel 1 passt und starten. Und da sind wir ja. Gerade liegen wir noch im Pott und anscheinend stehen wir auf. Okay, Timer auf 50 Sekunden. Die müssen wir wohl hier drin in Gefangenschaft noch bleiben. Na, die werde ich wahrscheinlich gleich benutzen müssen. Keine Ahnung, wie lange ich geschlafen habe. Ja, Radio, kann man das irgendwie bewegen? Nein, die Tasse! Noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ja. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Die Probe hier? Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Oh je. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, me fallar muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Ui, das war nicht gelogen. Und da können wir uns mal selbst betrachten. Wir sehen ziemlich gut aus. Und wir haben irgendwelche Apparaturen an unseren Beinchen. Ich glaube, damit wir weniger Fallschaden haben. Hallo, GLaDOS. Verfolgst mich? Das Spiel sieht mit dem RTX-Mod richtig gut aus. Wir können es mal kurz ausstellen. Hoffentlich geht das. So, ich habe es rausgefunden in der Zwischenzeit. So, wir müssen hier auf Content neuerdings drücken. Und dann können wir mal das ohne diese neuen Assets, die generiert wurden, sehen. Und ja, die Beleuchtung ist schon gut. Der Rest wirkt halt ein bisschen abgeschrabbelt. So, stellen wir das einfach wieder zurück. Haben wir es uns kurz angesehen. Wunderbar, weiter geht's. Und ein Knöpfchen. Oh, und ich bin schwer genug, das ist aber gut. Und dann gleich unsere erste Prüfung. Ja, Würfel auf Knopf. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Ja. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Das kannst du mir sagen, bevor ich da einfach durchmarschiere. Naja, hätte ja eh nichts geändert. Hui. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Ja, dann gib mal wieder ein Portal her. Ich hab's verkackt. Ich hätte warten sollen, so. Jetzt müssen wir warten, bis er da beim Würfel-Lino ist. Nö, noch nicht. Komm schon. Aha. Und Würfel nehmen wir mit. Und jetzt auf das Knöpfchen. Perfekt. Dankeschön. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Na gut. Wollt den Knopf jetzt auch nicht länger belästigen. So. Nach oben oder nach unten? Hey, ich bin doch drin. Ah, nach oben. Ich glaube nach oben. Hier fehlt die peppige Fahrstuhlmusik. Ihr könnt ja selber dazu singen, zu meinen Tanzmoves hier. Ab und zu habe ich Beine, seht ihr das? Bisschen trippy. Oh, da ist ja komplett Fußschatten. Sieht das merkwürdig aus. Okay, nicht so viel auf die Füße schauen. Sie machen das sehr zumindest gut. Nicht kostenlos. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science. Ach so, dann ist ja gut. Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Ach ja, aber nur in manchen Fällen. Das geht ja. Ich mag diese Odds. Hallo? Ah. Du musst auch mich schießen, du Kanone. Nein. Komm, Bruder, dreh dich um. Ja. Ich glaube, ich sollte aus dem Weg gehen. Hui. Hier mit dem blauen Portal. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science.
Mhm. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese sicher? Interdimensionalen Tore sind vollkommen sicher. Das Wunderbar. Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Wollte Sie nicht, nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Was? Na, wird nicht so wichtig gewesen sein. Weiter im Text. Achtung, schaut nicht aufs Ende. Kriegt man das mit den Füßen wieder hin, ja? Ein bisschen. Ist ja gruselig. Naja, besser als gar keine Füße. Ist zumindest mein Lebensmotto. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Ja. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Nein, ich doch nicht. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Das war die Portalkanone, das war gar nicht ich. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Ja, ja. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Ja, wenn ich eine Tochter habe, werde ich die auf jeden Fall testen lassen. Nur wenn sie aber auch so eine Portalkanone bekommt. Oder Portalkanone. In dem Spiel meistens oder hauptsächlich im Englischen. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Dankeschön. Aber dir geht's irgendwie an den Kragen. Ja. Oh, da liegt's gut. Ein Würfel. Den wollen wir doch direkt. Nein, geh doch durch. Scheißsperrige Würfel hier. Auch das war wieder sehr gut. Danke. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Na Glück. Gut. Dankeschön, dann teste wie ich nackt. Testapparat zerstört. Och, so wichtig schien er mir nicht. Na gut, dann ziehe ich mich mal im Aufzug aus. Ich glaube, an den Beinchen habe ich eh nichts. Ich sehe immer noch mehr von uns. Na egal, so. Wir sind ausgezogen, da wir nicht überwacht werden. Und dann wollen wir mal den nächsten Test komplett nackig machen. Na, fall doch runter, du Eumel. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja, ja. Das behauptest du immer. So, ich glaube, wir sollten zuerst mal der hoch, also vielleicht machen wir den hier und dann machen wir den hier. Dann wähle ich ein 1 oder 2. Oh, mein fetter Arsch ist hier drauf gelandet. Dann machen wir wohl den. Liegt hier noch irgendwo ein Würfel rum? Natürlich. Naturalement. Boah. Mensch, ich schlag mich aber gut. Nein, bleib drauf liegen, du fetter Würfel. Wichtiger Testapparat zerstört. Oh, ich sehe nichts. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Was? Das heißt, du hast alles gesehen? Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... Okay. Wahrheitsverzerrung muss aus. Wichtiger Testapparat zerstört. So soll das sein. So. Das Radio nehmen wir mit. Nein! Dann nehmen wir die Kamera mit. Tja. Auch nicht autorisiert. Mensch. Autorisieren nicht mal ihre eigenen Geräte. Jo. Wann hauen wir GLaDOS eigentlich nochmal auf den Arsch? Ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Sieht das mit dem Laser cool aus. Ich glaube, ich weiß auch, was ich machen muss. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjekt Wohnort hier. Ja. Ich bin der Stolz von meinem Wohnort hier. Kann man jeden fragen. So. Ich denke, ich schlag mich ganz gut. Können ja mal einen Speedrun machen hier. Hängt nur an den Aufzugssequenzen, die dazu da sind, um das nächste Ding zu laden und dann noch einmal heftig nachzuladen. Ah, anscheinend hier nicht.
Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Das ist doch praktisch. So, das muss nach oben. Das heißt, wenn wir da ein Portal machen, kommt das Schwupps. Da passiert das Schwupps. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Ja. Möchte mal warten, bis es da ist. Da unten bin ich. Komm schon, du lahmarschiges Gerüst. Soll ich denn springen, wenn du nicht da bist? Da kommt's ja schon. Und... Au! Warum? Bin zu früh gesprungen. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Aha! Hat noch geklappt. Mussten nicht so lange warten. Na gut. Nicht vor das Aperture Science Gerüst springen. Das zerquetscht einen. Macht also keinen Halt vor Menschen. Mein Garagentor funktioniert ein bisschen klüger, muss ich sagen. Wenn da das irgendwie einen Widerstand merkt, hört's auf. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend Nein. auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Ja, das ist okay. Aber ein unzureichend in meinem Testbogen? Nee. Nicht mit mir. So, das kommt zurück. Das heißt, wenn wir den jetzt da reinschießen, dann kommt doch das Portal dahin. Mist. Oh. Ich habe was Gutes gemacht, glaube ich. So, und nun? Wahrscheinlich erstmal hier rüber. Und dann wieder da warten. Na ja, komm, mach schon hin, du Plattform. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Was? Ach, das ist das Portal, das hier leicht bröckelt. Dachte schon, was sind das hier für orangene Artefakte? Ist bestimmt sicher, da durchzugehen. Ich vertraue Aperture Science. Hat mal eine Tasse von denen. Direkt in das Ding starren. Sehr gut für die Retinas. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ach so. War gar nicht tödlich bedroht hier. Dann finde ich schon mal sehr sympathisch. Nein, Daten werden geladen. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Ich werde es trotzdem versuchen, und zwar auf dem direkten Weg. Nein! Sirius Black, der von Bellatrix getötet wird. Nein, geh nicht ins Portal. Okay, das probieren wir nochmal. Da oben müssen wir es wahrscheinlich hin. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Schon okay, wir kriegen das hin. So, dann können wir da hinten was hin. Und dann haben wir ja gar kein Problem mehr. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Ja, Arbeitsalltag, würde ich sagen. Na nee, gut. Echt Fahrzeugmusik fehlt hier. An creepy Schattenfüßen mangelt es nicht. Ui. Jo, ich bin bereit für einen Endboss. Nein, Stufen. Hallo, wir sind doch hier nicht in Borderlands. Wieder. Unsere frühere Warnung. Vorsicht, die Beherrschung hat uns Impulse. Okay. Ach, da ist ein Portal. Ui. Na also, bin ja gar nicht so fett im Spiel. Okay, das kenne ich auch. Schnelles Ding rein, schnelles Ding raus. Ui. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Hm. Okay. Dann klapp mal aus. Wunderbär, dann springe ich mal.
Ui. Oh. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Und ich will schnell wieder rein. Ich komme tatsächlich schnell wieder raus. Faszinierend. So, dann mach mal weiter mit dem Fahrstuhl. Er braucht immer ein bisschen, bis er anspringt. Da oben noch was Interessantes? Nö. Nur so fancy rundes Licht. Könnten wir auch mal bei IKEA einführen. So als Lampe für daheim. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Na, das Zum ist Beispiel gut. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Das ist ein guter Ratschlag. Hab ich schon schlechtere bekommen. So, gibt's auch einen Ratschlag, wie ich hier weitermachen muss? Hallo? Ein Button oder sowas? Ah, Portalfläche ist da unten. Da müssen wir mal warten, bis hier irgendwo gescheit ist. Ach, sehen wir ja auch eigentlich von hier. Ah! Einmal Button drücken. Nein! Ich war zu langsam. Das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Schieß doch nochmal in meine Richtung. In meine Richtung. Nicht so langsam, Kollege. Ja! Rein mit uns. So. Mit dem müssen wir jetzt auch noch was machen. Am besten den hier. Na, das klappt ja wie geschmiert. Wir müssen jetzt warten, bis das Portal wahrscheinlich da hinten ist. Mal hin. Wir können es natürlich auch so machen. Ja, endlich die orangene Hälfte der Portalkanone auch noch. Kann man endlich verlinkte Portale machen. Ach, ich kann es nicht abwarten hier damit. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Wieso bin ich hier Als oben? Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Oh, das ist auch ein netter Fun-Fact. So, und wo geht's jetzt hin? Irgendwie da muss ich noch was aktivieren. Da vielleicht. Ach, und dann mit dem Portal zurückfahren, das kriege ich hin. Da habe ich jetzt aber verpasst. Vielleicht kann man ja springen. Nee, doch. Ich würde es nicht riskieren. Wir warten. Wir haben ja Zeit. So, mit Mopsgeschwindigkeit in die andere Richtung. Los jetzt. Na, also. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Einen Augenblick. Und durch sind wir. Da hat sie sich gefreut. Die Portalkanone hat richtig schön gewackelt. Und weiter geht's nach oben. Wo wir rauskommen. Ab und zu sind da so grüne Polarlichter. Wahrscheinlich nicht gewollt. Aber sie sind da. Bereit, machen zum Rausschleudern. Hinaus in den Raum. Ja. Portal dahin. Portal dahin und Geronimo. Na gut, das hat geklappt. Und das gleiche nochmal in Blau. Hoffentlich treffe ich. Ja! Ein fetter Arsch trifft auch mal was. Okay. Dann schätze ich mal hier ein Portal hin, dass ich da oben hinkugel. Oh, das sieht doch sinnvoll aus. Und nochmal rein. Hui! So, den brauchen wir fürs Knöpfchen. Machen wir das gleiche nochmal.
Ja. Ja, wie war ich? Ich denke, ich war gut. Nein, immer diese heftigen Ladescreens. Die müssten von mir aus nicht sein. Könnten die Aufzugsfahrt schon noch ein bisschen weiter machen. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindelig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Dankeschön. Ein Informationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Finde ich gut. Sympathische Mitarbeiter hier. So, dann können wir da durch. Das soll jetzt sehr, sehr lange dauern, weil wir beide haben. Das glaube ich aber nicht. So, das müssen wir irgendwie bekommen, den Würfel da. Der prallt dagegen. Wo ist er denn hin? Wichtiger Testapparat zerstört. Ach, welcher denn? Hab jetzt nicht aufgepasst. So. Na gut, das haben wir getroffen. Und dann können wir den Würfel da schnappen. Hui. Manchmal mit der Perspektive so eine Sache. So, dann muss der darauf. Kriegt man auch noch irgendwie gebacken. Nein. Da hinten ist jetzt ein Würfel hingekommen. Kriegt mal hin, wir dürfen nur das falsche Portal nicht. So ein blaues kommt da hin. Und da sind wir wieder. So. Nichts leichter als das. Und jetzt nur noch zum Ausgang. Irgendwie so. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie vermissen. Oh, danke schön. Jemand vermisst mich, nachdem ich hier fertig mit Testen bin. Ich habe das Gefühl, ich werde niemals fertig mit Testen sein. Ich kenne das Spiel ja. GLaDOS ist einfach hier kein angenehmer Roboter. 14 von 19. Na gut. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und Sie sind ein hervorragender Testkandidat. Dankeschön. Na gut, dann brauche ich auch keinen Regelkatalog. Wenn ich hier über alle Mühe gelobt werde. Keine Ahnung, wie der Spruch wirklich geht. Muss man da hoch und dann dahin? Immer so eine Frage. Und wo ist hier dieses Blitzdingsbums? So, da oben für... Achso, nee. Vielleicht doch besser, das da zu machen. Und rein mit uns. Na also, da staune ich Würfel oder Bauklötze. Der kommt dann schon mal hier auf das Ding und da kriege ich wahrscheinlich den Laser hier. Dann macht man doch da direkt ein blaues hin. Müssen wir irgendwie drüben, wenn es passt, nur ein Orange. Ja, Orangenes hinsetzen. Hier. Schade, dass ich nicht sprinten kann. Wird also nichts mit meinem Speedrun. Jetzt ein bisschen doof, dass die in Säure hier getunkt werden. Die könnten natürlich auch hier Portale verwenden. Na, dann ist das schöne Blaue, was wir gesetzt haben, weg. Ja. Wirklich sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Ja, dann nehmen wir mal den Siegeslift. Ich kann ihn praktisch schon fühlen. Da ist er. Unter meinem creepy Schatten. Na, diesmal sehe ich aber meine Stöckelschuhe hier noch mit dran. So soll das ja sein. Stöckelschuhe gegen Fallschaden natürlich. So.
Ich mag den kleinen Aperture-Sticker auf meiner Portal-Kanone. Finde ich ein nettes Detail. So, 15. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Oben orange, okay. Ich muss ein blaues setzen. Hui. Her mit dem Kuchen. Her mit der Trauerverarbeitung. Wichtiger Testapparat zerstört. Boah, das passiert häufiger. Shit, wir haben da einen übersehen. Da. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja, ja. Nochmal zurück. Keine Kamera darf entkommen. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja, das mache ich gern. So, dann müssen wir den irgendwie da reinkriegen, den Kavinsmann. Und so klappt es definitiv nicht. Doch, klappt. Wenn wir rechtzeitig da sind, Portal umziehen. Ja, das klappt. Wir müssen nur warten, bis er wiederkommt. Nein! Jetzt. Aha. Nein, ich wollte die Kamera da unterklemmen. Wollt mal sehen, was passiert. Na gut, dann fahren wir halt nach oben. Kamera. Kann ich nicht ausstehen. Wichtiger Testapparat zerstört. So, da oben haben wir wahrscheinlich was zum Springen. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Hui. Ah, hat gereicht. Dann wird jetzt wieder komplizierter. Kommen die zurück? Nee. Ah, ich kann auf die andere Seite. Und ich kann auch da rein. Ah, das wird ja erst aktiviert dadurch. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir auf die andere Seite kommen. Nein, doch. So. Der sollte jetzt eigentlich nur hier abprallen. Vielleicht so. Da. Wie kann man so scheiße eigentlich zielen? Vielleicht so. Irgendwas falsch? Aha. Mach doch nicht alles falsch. So, dann springen wir wieder zurück. Hui. Nein, wo gehst du hin? Ich dachte, wir sollen jetzt da rein. Hallo, Aufzug. Da kommt er. Freundlicher Geselle fährt aber meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Also müssen wir wahrscheinlich dann so machen. Das ist falsch platziert worden. Dann muss ich nochmal machen. Nein! Ich sterbe ziemlich oft in dem Spiel, wo es gar nicht um Sterben geht. Aber schön rot ist das hier. So. Spiel hat mitbekommen, dass ich scheiße bin und hat neu geladen. So. Weiß jetzt nicht, wie das passiert ist. War, glaub ich, ein Fehler in der Matrix? Ja, ja. Ladedaten. So ist richtig. Damit bin das. Kommt hier das nächste. Ei. Okay. So weit, so geläufig. Haben wir schon mal weiter geschafft. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Und ja, gibt hier nicht viel zu sagen. Es ist der absolute Klassiker Portal 1 mit deutlich besseren Assets und natürlich Raytracing. Einziger Kritikpunkt, der mir hier einfällt, ist eventuell die Performance für viele Spieler. Hier braucht man echt schon eine beefige Grafikkarte, dass das annähernd vernünftig läuft. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen
und bis zum nächsten Mal.